Hey ho ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder ein First Impressions zu meinem Haul, den ich euch bereits abgedreht habe und natürlich hier auch verlinke. Wenn ihr sehen wollt, wie die Sachen so auf meinem Gesicht performen, dann bleibt dran, es geht direkt los. So ihr Lieben, wir fangen mal an und zwar testen wir einfach mal ein bisschen Sachen miteinander. Manches ist First Impressions, manches ist schon benutzt, aber ich sag's dazu. Bitte entschuldigt meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet, also mittlerweile kann ich schon wieder sprechen, aber so richtig geil hört sich nicht. Wir fangen mit einem Produkt an, was ich schon ein bisschen länger habe, also so ungefähr, ich würde mal sagen so 2-3 Wochen. Und ich einfach nicht weiß, was ich davon halten soll. Es ist so ein bisschen, ja, und zwar geht es hier um. MAC Hyperreal Foundation steht da drauf. Ist natürlich völlig Quatsch. In der Farbe Gold FX. Das ist im Grunde einfach nur, ja, ein flüssiger Highlighter. Man kann es in die Foundation mischen. Man kann es unter der Foundation tragen. Kann es über der Foundation tragen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ziemlich goldig. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine Limited Edition war. Wenn es eine war, kann ich euch jetzt schon sagen, braucht ihr auch zu traurig nicht sein, weil ich... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht. Ich hatte das ein paar Mal jetzt zum Beispiel in meine Creme gemischt. Ich hatte aber das Gefühl, und das muss ich noch ein bisschen testen, wenn ich es in meine Creme mische oder in den Primer mische, dass ich so ein warmes Gesicht kriege. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich weiß noch nicht so genau, ob ich das richtig gut vertrage. Heute machen wir das aber so. Ich habe schon den Smashbox Primerizer und den Becker Under Eye Brightening Corrector drauf. Und wir nehmen heute mal so... Ups, da kommt immer so viel mit rum. Also, das Produkt ist schon irgendwie geil, ne? Also, es hat eine ganz... Es trocknet auch an, wisst ihr? Also, es bleibt nicht cremig oder so. Ich nehme mal ein bisschen Produkt auf und trage das einfach mal so auf so ein paar Stellen in meinem Gesicht auf, weil ich will es heute nicht über das ganze Gesicht machen, sondern wirklich so, ja, punktuell da, wo man ganz gerne Highlighter hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, es ist ziemlich goldig, was mir aber gut gefällt. Also es gab das auch in dieser typischen Strobe-Cream-Farbe quasi. Aber ich habe mir gedacht, oh nö, sowas hast du schon, deshalb nimmst du mal Gold. Und mir gefällt es tatsächlich ganz gut. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen in der Kamera. Ich trage mir es einfach so ein bisschen auf. Machen wir weiter mit Foundation. Und da war ich in Hannover ja am MAC-Counter. Im Douglas und die Verkäuferin. Ich höre ja immer wieder, dass die MAC-Verkäuferinnen irgendwie arrogant wären oder unfreundlich. Also Leute, keine Ahnung, mit welchen MAC-Verkäuferinnen ihr so zu tun habt, aber bei mir sind die immer so mega nett. Wirklich so mega nett. Und die hat mir nämlich eine kleine Probe abgefüllt und es ist nicht eine kleine Probe. Also ich kann da bestimmt eine Woche lang mit meiner Foundation machen. Und zwar von der, wie heißt sie eigentlich, Mineralize Moisture Foundation. Und sie hat mir die Farbe NC20 eingepackt. Ja, wollen wir mal gucken, ob die passt. Und die hauen uns jetzt erstmal aufs Gesicht. Ich bin mega gespannt. Guck mal das Töpfchen an, hier mit diesem MAC eingeprägt. Also das Töpfchen mache ich auf jeden Fall sauber und heb's auf. Das finde ich so cool. Okay, pass auf. Wir tragen das mal. Auch. Ja, die Farbe sieht schon mal ganz gut aus. Meine Sommerbräune ist ja komplett hinüber. Ich wollte die schon immer mal ausprobieren, hier diese Mineralize-Geschichte. Die soll ja sehr feuchtigkeitsspendend sein. Wollen wir mal gucken, was die so kann. Ich habe ein Pinselset, ein neues, aber da ist kein Foundation-Pinsel so mit bei. Deshalb machen wir das heute mal wieder mit dem Schwämmchen hier. Der ist übrigens von Real Techniques aus so einer Limited Edition. Okay. Vielleicht ist das ja genau die Foundation für mich, ne? Die ist super cremig. Ich glaube, ich gehe doch nochmal mit dem Pinsel rein. Mmh.
Mal gucken, ob die noch ein bisschen antrocknet oder ob die so übertrieben glowy bleibt. Ich würde die Foundation irgendwie beschreiben als, ja, ich würde sagen, sehr cremig. Man spürt sie schon auf dem Gesicht und ich bin mir nicht sicher, ob die noch irgendwie großartig antrocknet, weil ich habe das Gefühl, das ist so voll die Ölschicht jetzt so auf meinem Gesicht. Die Deckkraft ist so, naja, würde ich mal sagen. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob mir das gut gefällt. Ja, wollen wir mal gucken. Obwohl wahrscheinlich genau das Richtige für meine Haut im Moment. Von daher. Ja, ich weiß, ich kann noch nichts dazu sagen, Leute. Ich mache mir mal eben ein bisschen Concealer drauf und dann sehen wir uns wieder. So, also das Ergebnis ist schon okay, aber die trocknet halt gar nicht an. Also die bleibt so cremig auf der Haut sozusagen. Und ja, weiß ich noch nicht, ob ich das so gut finde. Ich spiele jetzt mal mit meinem Concealer rum und dann setten wir das Ganze mal. Alle Produkte, die ich benutze, packe ich euch in die Infobox. Natürlich auch die, die ich außerhalb der Kamera verwende. Pinselset. Ich habe ja. Ich muss mal meine Brille wieder aufsetzen. Ich habe ja bei BH Cosmetics bestellt und habe dieses Pinselset hier gratis dazu bekommen. Und um mich zu setten, mein Gesicht zu setten, was nehmen wir denn da mal? Ich habe sie noch nicht benutzt, wie ihr seht. Ich würde mal sagen, vielleicht den hier. Ja. Oder den. Ich glaube, ich will nehmen den hier. Der passt ganz gut für unters Auge. Und ich nehme hier das Hourglass Veil. Und dann setten wir mal ein bisschen mit dem. Also ich habe jetzt, ich glaube nicht, dass das Pinselset jetzt irgendwie revolutionär ist. Ich finde, das hat schon so einen Billig-Touch, ja, muss man einfach sagen. Weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Obwohl, er fühlt es auf jeden Fall weich. Ich versuche euch das mal zu beschreiben. Also ich habe ja hier zum Beispiel dieses Rose Gold Set von BH Cosmetics. Wenn ihr. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Die gehen ganz langsam zurück. Das ist schwer zu beschreiben. Und das hier sind diese günstigen Pinsel. Wenn ihr hier so macht, dann schnellt das wie so ein. Es ist einfach eine andere. Ich kann euch das so schlecht beschreiben. Wenn ihr die beiden jetzt im Vergleich anfassen würdet, wüsstet ihr sofort, was ich meine. Die sind so starr, plastikartig, wohingegen die so ganz weich sind. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie verstehen. Ich und meine Beschreibung. Aber es ist schon auf jeden Fall, fühlt es sich trotzdem gut an. Ja, es ist nicht, dass ich jetzt sagen würde, ach du Scheiße, ist das ein Schrott oder so. Ne? Nein, nein. Okay, Gesicht ist gesettet. Ich würde mal sagen, wir machen mal ein bisschen Augen-Make-up. Und ich will jetzt hier nichts Wildes machen, weil ich habe keinen Bock. Ich nehme einfach diese Premiere-Palette von Zu Eva. Und ich habe auch dazu schon ein Video gemacht. Aber wir nehmen diesen Pinsel. Und zwar ist das ein Fächerpinsel für die Augen. Was machen wir denn? Ich glaube, ich nehme einfach ein bisschen von diesem Ton hier. Okay. Wollen wir mal gucken. Und gib mir den so ein bisschen in die Lidfalte. Okay. Ja, merke ich schon gleich, wird nicht jetzt unbedingt meine Lieblingsart, Lidschatten aufzutragen. Obwohl vielleicht, ich weiß nicht, fühlt sich komisch an. Ja, ist vielleicht eine interessante Spielerei, dieser Pinsel, aber mal gucken, vielleicht kann man mit dem ja noch was anderes anfangen. Concealer.
Ich habe zu der Lidschattenpalette schon ein Video gemacht. Ich verlinke euch das gerne. Weil da wollte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und ich habe auch sonst keine Lidschattenpalette noch zusätzlich gekauft. Obwohl ich es könnte. Also, ich will keine Lidschattenpaletten mehr kaufen, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe so viele Lidschattenpaletten. Und dabei bin ich gar nicht so ein Lidschatten-Junkie. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie, dass das meine größte Leidenschaft wäre. Allerdings, diese Anastasia Beverly Hills Sultry, ich finde die so geil. Ich glaube, ich muss die echt haben. Also, die spricht mich so heftig an. Habt ihr die? Brauche ich die? Es ist egal, ich habe meine Entscheidung ja schon gefällt. Obwohl ich halt einfach keine Lidschatten mehr kaufen wollte. So schlecht geht das mit dem Pinsel gar nicht. Muss ich jetzt sagen. Also zuerst dachte ich so, oh Gott. Aber gerade hier so unterm Auge funktioniert der ziemlich gut. Dennoch glaube ich nicht, dass das ein Pinsel wird, zu dem ich ständig greife. So, was machen wir denn mal aufs Augenlid? Diese Farbe hier, die ist mega schön, ehrlich. Auch das versuche ich jetzt einfach mal mit dem Pinsel. Mir da was drauf gegeben und hoffe, dass ich jetzt nicht so viel Fallout kriege. Oh, okay. Oh nein, alles voller Fallout, ey. Das hätte ich ja ahnen können. Verblende das so ein bisschen. Okay, das war jetzt mega viel Lidschatten, sehe ich gerade. Alles voller Fallout. Also mit dem kann man definitiv super viel Produkt aufs Auge packen. Ihr seht, ich habe irgendwie viel zu viel Lidschatten da gerade jetzt drauf. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Aber funktioniert. Funktioniert auf jeden Fall. So, ich habe mir mal ein bisschen Wimpern und Lidstrich und Augenbrauen gemacht. Bitte, meine Augenbrauen sind die schlechtesten Augenbrauen, die ich je hatte. Ich habe so rumgepanscht. Also, bitte guckt nicht drauf. Es ist ein bisschen katastrophal. Okay, wird Zeit, dieser Kalkleiste hier mal so ein bisschen Leben einzuhauchen. Und das machen wir jetzt ganz, ganz, ganz schnell. Nämlich mit Bronzer. Und auch da habe ich jetzt nichts Besonderes Neues, aber diesen Pinsel. Und den möchte ich auf jeden Fall mit Bronzer ausprobieren. Der ist auch von BH Cosmetics und guckt mal. MAC, BH Cosmetics. Ich würde sagen, gewisse Ähnlichkeiten bestehen. Also, wenn das kein Dupe ist, dann weiß ich es auch nicht. Die sind echt so optisch von der Form fast 100% exakt gleich. Man muss aber auch sagen, hier ganz eindeutig nicht von den Borsten gleich. Also das ist wirklich ein Unterschied. Hier ist der MAC, der ist so ganz weich und der hier, der springt so zurück. Ich weiß nicht, wie ich euch das beibringen soll, was ich meine. Vielleicht weiß der ein oder andere, was ich meine. Ich denke aber, wenn jemand Bock auf diese Form hat, ja, von diesem MAC-Pinsel, das ist der MAC 140S, also sind ja jetzt alles Synthetik-Haarpinsel bei MAC. Wer diesen Pinsel mit dem liebäugelt, der kann sich durchaus erstmal den hier kaufen. Der kostet einen Zehner, der kostet 55 Euro. Also es ist schon ein heftiger Unterschied, weil die Form ist ja sehr speziell und man muss, finde ich, erstmal gucken, ob man diese Form überhaupt wirklich nutzt. Ja, und deshalb würde ich auf jeden Fall, denke ich, das ist eine ganz gute Alternative. Ich nehme hier mal meinen Chocolate Soleil und gebe mir mal so ein bisschen was auf. Puh. Ey, wenn man den benutzt, ne, und man atmet das ein, es ist, als würde man sich Kakao machen. Ehrlich. Was habe ich denn hier? Ich weiß nicht, der Chocolate Soleil, ich gebe dem immer wieder eine Chance, aber
mich nicht aus dem Höschen, das muss ich einfach sagen. Vielleicht wäre das was zum Verkaufen, ey. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich jetzt mit so einem Instagram-Sale anfange. Weil ich muss ausmisten, Leute. Also mir wächst das über den Kopf, muss ich echt sagen. Es hört sich jetzt voll assi an, aber ich habe mittlerweile so viel Make-up, dass ich weiß auch nicht mehr so genau, wie ich das organisieren soll. Das ist einfach zu viel. Und viele Dinge, sie einfach wegzuschmeißen, ich weiß nicht, finde es total blöd. Und dementsprechend, ja, beschäftige ich mich jetzt damit und habe auch vor, also es ist wie eine Therapie, Leute. Ich bin ja ein Make-up-Messi, ne? Also ich kann ja mich eigentlich von den Sachen gar nicht trennen. Aber ihr könnt jetzt mich therapieren, ihr könnt mir helfen. Ich würde nämlich es so machen, dass ich jetzt nach und nach immer so die Clutter-Videos drehe. Und die Sachen, die ich dann dort aussortiere, die würde ich dann im Instagram-Sale verkaufen wollen. Weiß nicht, ich könnte mal sagen, was ihr davon haltet. Ich würde auf jeden Fall mit Pinsel anfangen, weil ich habe so viele Pinsel, die ich überhaupt nicht benutze und die ich auch nie benutzt habe. Und ich denke, das wird so das erste Video sein. Und die ersten Sachen, die ich aussortiere. Ja, also, man kann den Pinsel gut benutzen. Absolut. Ey, ich habe so dunkle Augenbrauen gerade. Oh Gott. Egal. Ja, also der macht einen guten Eindruck, finde ich. Also da kann man nichts, ich denke, da kann man nichts falsch machen für den Preis. Und wenn man sich für so einen Pinsel interessiert, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Bronzer ist aufgetragen und dann kommen wir mal zum Highlighter. Oh, ich habe was an der Nase, Leute. Nehmen wir doch den Berlin Girl Glow, obwohl. Mal gucken, womit denn hiermit. Nee. Lieber mit dem hier, mit dem ich eben auch das Puder benutzt habe. Ja, der Berlin Girl Glow, was soll ich sagen, Leute? Also, weiß nur nicht, ob ihr den vielleicht auch bei meinem Klatter-Videos sehen werdet. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also irgendwie ist er ja schön, ne? Aber große Liebe. Ich weiß nicht. Ich habe ein Video darüber gemacht. Auch in dem Video bin ich mir nicht eins. Ich weiß es einfach nicht, wie ich den finden soll. Ich bin halt einfach zwiegespalten, weil der Glow ist wirklich toll, ja. Und ich habe jetzt schon von mehreren gehört, ja, wenn man ihn ganz leicht aufträgt, dann ist dieser Blauschimmer nicht so da. Aber mir ist er trotzdem, glaube ich, echt zu kühl. Auch wenn ich nur wenig auftrage, ne? Ich gehe hier mit einer ganz leichten Hand rein. Der hat halt wirklich einen tollen Effekt, aber die Farbe. Leute, 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 ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es einfach nicht so genau. Kommen wir zum Rouge, kommen wir zum Rouge. Und ja, da habe ich richtig Bock drauf. Joey, oh Gott. Und zwar ist das ein Blush-Bouquet der Farbe Rose Gold. Ich habe ja schon die Farbe Adore. Und in meiner Review, die verlinke ich euch gerne, habe ich gesagt, dass ich ihn sehr soft finde. Ich benutze den im Moment fast jeden Tag und der ist gar nicht so soft. Wenn man ihn aufbaut, ist er. Ja. Guckt euch diese Scheißerchen an. Das ist das Rose Gold. Leute, ich sag euch mal eins, dieses Packaging, ne? Da sind zwei Blushes drin. Ich finde das von der Qualität, ich kriege mich gar nicht mehr ein. Also, es reden schon ja sehr viele über diese Blushes. Man muss immer so ein bisschen gucken. Ich habe immer das Gefühl, wenn zu viele das Zeug hypen, dann wirkt das manchmal unrealistisch oder unglaubwürdig. Aber hier, das fühlt sich nach dem puresten Luxus an. Und wenn ihr euch mal überlegt, das sind zwei Blushes drin, es kostet 28 Euro. Wenn man das jetzt mal mit MAC vergleicht oder mit Urban Decay, zahlt so für zwei Farben Blush, ja, das Doppelte. Aber das Packaging, Leute, das wirkt so hochwertig. Ich bin richtig übermäßig begeistert. Und das tragen wir jetzt natürlich auf. Und wir nehmen einfach mal diesen Pinsel dafür. Aus dem Pinselset ist das die Nummer 1. Das ist so ein angeschrägter. Wir können das mal ausprobieren.
Ist normalerweise nicht der Pinsel, den ich dafür benutze. Ich gehe hier mal rein in die hellere Farbe. Also diese Farbe hat sehr, 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 sehr viel Schimmer. Der hier ist auch schimmrig, aber nur leicht. Okay, das ist mir zu wenig, ne? Ich mal so. Nein, das ist wunderschön. Guck mal. Da ja, da nein. Oh, mit dem Pinsel lässt sich das eigentlich ganz gut so platzieren, würde ich mal sagen. Das ist jetzt nur der helle. Ja, und hallo, wir gehen noch gleich noch mal oh. In den. Ja. Ihr wisst ja, Mama steht auf Rouge, ne? Wow, so ein schöner Glow, Alter, ich flippe aus, ey. Zu schön. Guck mal. So gemischt mit dem Burling Glow kommt das schon ganz gut rüber, ne? Also es gefällt mir tatsächlich. Weiß nicht, irgendwie ist mein Licht heute komisch. Es ist irgendwie dunkel und hell. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss echt mal an meinen Kameraeinstellungen ein bisschen rumspielen. Der Pinsel ist ein bisschen für mich zu hart, um Rouge aufzutragen. Ich mag ja gerne so fluffigere Pinsel, aber man könnte da durchaus eine Kontur mitsetzen, würde ich mir gut vorstellen. Und ja, also dadurch, dass ich dieses Pinselset umsonst dazu bekommen habe, finde ich, freue ich mich. Ich glaube, wenn ich es selbst gekauft hätte, wäre ich nicht so übertrieben glücklich damit. Gott, das Rouge, Baby. So. Und jetzt machen wir die Lippen und da habe ich mehrere Produkte, die ich euch zeigen wollte. Und zwar, ja, vier Stück. Also, pass auf. Und zwar Jeffree Star einen Velour Lip Liner in der Farbe Celebrity Skin. Guckt euch mal bitte dieses Packaging an. Unglaublich. Ich möchte den heute nicht benutzen, weil ich einen anderen Lippenstift tragen möchte. Der ist sehr trocken. Ja, also der ist schon cremig. Passt mal auf. Also ich habe ihn bisher nur auf dem Handrücken geswatcht. Der ist sehr cremig, aber der trocknet, finde ich, extrem an. Meine Lippen sind gerade nicht in dem besten Zustand, muss ich leider sagen. Deshalb will ich meinen Lippen das jetzt gerade nicht antun. Was halt krass ist, der wird in kürzester Zeit ist der, ja, ihr könnt es sehen, man kann ihn nicht mehr abwischen. Das finde ich mega krass. Ich würde mir den nochmal genauer angucken und vielleicht euch irgendwie nä was Näheres dazu sagen, wenn ich ihn ein bisschen länger getestet habe. Weil, ja, es ist halt wirklich eine sehr interessante Formulierung. Ihr könnt sehen, man kriegt den gar nicht ab und ich bin ja wirklich stark am Rubbeln. Muss man mal gucken. Dann habe ich von NYX Slip Tease. Und zwar ein Full Color Lip Oil. So sieht das aus. Sehr interessante Textur. Mal gucken, ich muss mal gucken. Jessies Beauty Welt hat neulich so ein Video gemacht über die ganzen neuen Lippenprodukte, die sie so hat. Vielleicht mache ich das auch mal. Also ist, auf jeden Fall, ich habe auch sehr viele neue Lippenprodukte. Deshalb würde sich das anbieten. Und dann gibt es noch von NYX diese Slip Tease Lip Lacquer. Das ist im Grunde ein Lipgloss. Die habt ihr bestimmt auch im Internet schon gesehen. Sehr stark pigmentiertes Gloss. Ich hatte ihn schon drauf. Nicht so schlecht, ne? Nicht schlecht. Was ich euch aber unbedingt zeigen wollte, und das finde ich eigentlich am spannendsten, ist von MAC ein Powder Kiss Lipstick. Die sind jetzt ganz neu von MAC. Und was mich erstmal total aufgeilt, ja, ist das Packaging, weil es ist der klassische MAC-Lippenstift, aber es ist matt. Das sieht so geil aus, das sieht so edel aus, ich könnte ausrasten, echt. Und zwar, das sind matte Lippenstifte und ich würde den vergleichen vom Gefühl mit den Urban Decay Lofi Lipmousse, ja, diese. Die sind auch so mousig, so als hätte man nichts auf den Lippen. So ähnlich ist das hier auch. Und ich habe hier die Farbe Devoted to Chili. Und bitte, Leute,
achtet. Tatatata, die Farbe. Okay, es geht gar nicht, ey. Das ist so ein mega herbstliches, so ein Backsteinrot. Und die sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen schier. Und ich finde, dadurch werden die mega alltagstauglich. Also bitte guckt euch mal diese Farbe an. Die kannst du doch jeden Tag, ja, egal was du für ein Make-up hast, zack drauf und fertig. Also komm gar nicht klar damit. Hier könnt ihr es auch sehen, und vielleicht auch, wenn ich es so ein bisschen über mein Tattoo rüber mache, sind die so, ja, schier, also aber trotzdem matt. Das ist wirklich so ein bisschen in die Richtung von denen. Also super, super interessantes Produkt, sehr angenehm auf den Lippen. Ich habe jetzt noch keinen Langzeittest gemacht oder so. Ich hatte den jetzt bei Douglas einmal aufgetragen und habe ihn dann getragen. Wie er jetzt am Ende hält und so, das müsste ich einfach nochmal austesten. Es ist ja auch eher hier so ein First Impression. Gott, der Lippenstift. Ich bin so verliebt in den. Wirklich. Wahnsinn. Jetzt habe ich natürlich das fast wichtigste und interessanteste Produkt fast komplett vergessen, nämlich Laura Mercier Candle Glow Sheer Perfecting Powder. Keine Ahnung, warum ich das noch nicht hatte. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich war im Douglas und wollte mir dieses Sicily-Puder mal angucken, worüber Puffins Wife oder Gott, sie hat sich umgenannt. Mel Thompson heißt sie jetzt, glaube ich. Immer spricht. Das gefällt mir gar nicht. Das ist mir zu glitzerig. Also man sieht da die Glitzerstückchen total. Und daraufhin hat die liebe Douglas-Dame mir dieses Puder gegeben. Und zwar habe ich ja schon gesagt, Candle Glow Sheer Perfecting Powder. Ich habe hier die Farbe 1. Alter Schwede. Alter Schwede. Ich nehme meinen altbekannten, bewährten Puderpinsel und gehe da mal rein. Und oh Gott, ich hoffe, die Kamera kann das auffangen. Wahrscheinlich nicht, ne? Dieses Puder, das macht so ein Hautbild, das ist abnormal. Das ist super glowy, ja, wirklich. Also es ist, ich glaube, jede matte Foundation könnt ihr benutzen und die ist hinterher glowy. Aber ehrlich, also ihr wisst ja, wie ich zu Glitzer stehe, ne? Ihr seht nichts von Glitzer. Ich weiß nicht, wie Laura Mercier das gemacht hat, aber oh Gott, ich könnte ausrasten, wirklich. Einfach so zum Schluss über das ganze Gesicht, um alles so zu verbinden und dem Ganzen, guckt euch doch mal bitte mein Gesicht an, wie das jetzt strahlt. Also ich bin total aus dem Häuschen über dieses Puder. Ich habe das da gesehen, habe das da benutzt und ich dachte so, oh Gott, alles klar. Du bist meins, ich brauche dich. Und ich finde es auch vom Preis okay. Also es ist, oh, guckt euch auch mal das Packaging. Also ich bin so begeistert von diesem Puder, ne? Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Aber die Foundation. Ja, was soll ich dazu sagen? So richtig der Hit ist sie nicht. Ich habe auch das Gefühl, ja, ich spiele noch mal ein bisschen mit der rum und gucke noch mal ein bisschen, ob sie mir irgendwie gefällt. Das war mein First Impression. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz meiner schaurigen Stimme und meinen scheußlichen Augenbrauen. Diese sind so dunkel geworden. Ja. Und das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!